Die Produktion läuft wieder von unseren Forschungsfläschchen. Sehr schön. Aber halt nicht sonderlich schnell, das ist halt das Problem, ne? Also. Ja, gut, wir müssen halt gucken, dass wir nachher so schnell wie möglich oder so bald wie möglich diese Beschleuniger-Kits, diese Module gebaut kriegen. Da gibt's ja, genau, Produktivität, Geschwindigkeit, Effizienz, irgendwie sowas. Oder du machst es halt, oder wir gucken halt, dass wir relativ schnell auf diese Drohnengeschichte kommen. Weil dann kannst du ein zentrales großes Lager bauen. Mit automatischen Verteilerkapseln, also mit so Abholerkapseln und was weiß ich nicht alles. Und dann kannst du halt immer nur so, ach ja, sag doch mal schnell. So Produktionsblocks bauen. Weißt du, einfach nur so eine Kiste, eine Anforderungskiste in die Mitte packen. Mhm. Da gibst du dann an, was du brauchst. Und von der Kiste kannst du dann drumherum die Produktionsaufbauen und die Drohnen transportieren alles von den Abholerkisten in die Anforderungskisten, was sie brauchen. Müssen halt nur die Standardressourcen erfüllt werden. Ja, wir brauchen auch schnellere, lange Greifarme irgendwann. So. Die schnellere, lange Greifarme gibt es nicht. Ich sag's befürchtet. Du kannst, glaube ich, nur die hier Stapelgreifarm, also dass er mehr auf einmal packt. Erlaubt ihm mehr Gegenstände. Was? Stapelgreifarm, mehr Gegenstände auf einmal zu bewegen. Okay, und das hier? Dabei können mehrere Items zur selben Zeit bewegen. Items. Items. Entschuldigung. Na, mal gucken. Solarenergie. So. So, wir haben jetzt... Ja, wir haben jetzt so an die 3000 Stahlplatten in Reserve. In den Kisten. Wir brauchen für diese verbesserten Öfen, brauchen wir, glaube ich, die normalen Stein. Nee, wir brauchen Ziegelsteine. Kein Ding, haben wir. Ziegelsteine? Nein, haben wir noch nicht, aber die können wir schnell bauen. Ja, Ziegelsteine aus Stein und werden auch im Ofen gebrannt. Dann würde ich sagen, nehmen wir von dem. Was wird denn weniger gebraucht? Im Moment wird nicht viel gebraucht. Von der Stahlplatten oder Eisenplattenproduktion hier nehmen wir 4 Öfen weg und packen die unten zu den Steingeschiss. Oh. Ich brauche hier Strom. Ich habe keinen Platz mehr für Strommasten. Ja, ich brauche große Strommasten, aber ganz dringend. Ich bemühe mich. Hast du schon irgendwelche Stahlträger? Die sind gerade in Produktion. Ja, die dauern lange, oh Gott. Ja, das geht halt schneller mit den besseren Öfen im Endeffekt. Ja, aber die brauchen wir, das ist... Irgendein Greifarm hat die Kohle hier mit aufs Band gelegt. Ja, nicht von mir aus. Nee, von mir aus hier unten, weil die beiden Greifarme hier gegenüber lagen.
Boah, ich hab gerade. Nee. Es leckt gerade bei mir ein bisschen, so. Wieder. Kannst du noch ein paar Öfen da hinsetzen, damit wir. Also wir haben jetzt hier 5 Träger, hier 5, also 15 Stück sind schon fertig. Wie viel brauchst du oder wofür brauchst du die? Ja, ich muss hier leider noch mal umbauen. Wieso machst du sowas? Weil ich das leider muss. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, was hältst du davon, wenn wir das in der nächsten Folge machen? Weil ich muss jetzt auch so langsam gucken. Für mich wird es jetzt schon wieder spät. Ach, wegen Genau, wegen. einmal, zweimal, dreimal. Ja. Nur wegen. Dann würde ich nämlich jetzt vorschlagen, dass wir hier noch einen kleinen Cut machen. Gründe. Sobald du da fertig bist, weil wir haben auch schon wieder dieses Phänomen, dass bei mir hin und wieder steht, dass der Server nicht antwortet und ich hier über die Map springe. Das kommt irgendwie immer vor, wenn wir so eine Stunde oder so gespielt haben oder zwei bei Factorio. Na gut, dann mache ich jetzt mal hier einen ganz gekonnten Cut. Naja, warte, warte. Bis. Ja, kannst machen. Ja, so, dann bedanke ich mich bei allen Zuschauern. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir fix in die Comments, was euch gestört hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir bauen uns eine Fabrik bei Factorio. Bis dann. Ich finde es gut, wie du das Fuck betonst. Ja, bei Factorio. Torio. So, dann spät schon. Hättest du dann Bock noch ein bisschen WT zu spielen? Ja, aber ich streame noch, ne? Gut, dann beende ich meinen Stream jetzt hier auch. Warte mal, wie hoch ist jetzt eigentlich die Produktion von den grünen Fläschchen? Die ist nie höher sogar als die der roten, wenn ich das richtig sehe. Warte mal, geh auf alle 10 Minuten. Alle 10 Minuten werden 79 grüne und 122 rote produziert. 81 Grüne. Jutti. Dann speicherst du? Ja, warte mal, Warte, ich ich muss muss. noch, brauche noch eben mal eine Kiste, wo ich meine ganzen Klamotten reinpacken kann. So, Materialforschung ist durch. Jetzt haben Ja, wir dann eigentlich. lassen wir das jetzt erstmal leer. Nächste Wit. Warte, ich wollte nur. Ne, Solarenergie brauchen wir noch nicht. Geschütztürme brauchen wir nicht. Nee, nee, noch keine Forschung starten, das machen wir dann beim nächsten Mal. Wenn's. Nee, das Also. vergessen wir. Lass uns mal jetzt was machen. Dann würde ich dir grundsätzlich empfehlen, die. Ölverarbeitung? Genau. Weil die brauchen wir dann für den Treibstoff. Jo, Okay. und die Forschung, warte mal. Ah, wir müssen ja dann auch irgendwann mal Lilane bauen. Ja, das wird noch sehr interessant. So, Ja. dann. Ja, ich gehe jetzt schon mal, ne? Beende schon mal hier. Dann Denk ans Spejon. speichern, genau. Und dann ende ich auch hier mit dem Stream, wo sowieso keiner zugeguckt hat. Oh. Ja. Waren drei Leute da zwischendurch. Ja, stimmt. Viel Spaß.